Das schauen wir uns mal an und dann mal ein richtiges aus jüdischer, polnischer Super Edition Infinity-Wesen Sicht machen. Was wird ein einzigartiges Video? Es gibt weltweit so ein Video nicht. Ich werde von YouTube wieder mal auf höchstem Level gesperrt sein, aber auch egal. So, bevor wir loslegen, solltet ihr was zum Trinken. Ich muss mal schauen, ob mein Essen schon fertig ist. Ich mache mir währenddessen was zum Essen. Ne? Ich kann ja selber kochen. Wenn man alleine wohnt in einer Wohnung. Und es hat halt immer wieder viele Vorteile, alleine zu leben, aber auch Nachteile halt. Ne? Musst halt selber kochen, abspülen, alles. Aber mit meinen Menschen zusammenzuleben, es ist immer so schwierig, weil dann will ja halt der Mensch was. Und das Problem ist, ist dann jemand halt da, mit dem du was teilen musst. Und wenn die Menschen merken, dass derjenige keiner von den Guten ist, so wie ich, sondern einer, ein Bösewicht, dann fürchten sie sich von dem, ja, und wollen halt mit jemandem nicht zusammenleben. Deswegen die ganzen Freunde, die sozialen Leute haben um sich herum, die Leute, das habe ich gar nicht, weil ich habe meine ganzen Freunde eigentlich verärgert. Sogar den besten Freund. Ja, wenn es dann Arschloch bist, dann lädt dich auch kein großer YouTuber ein, weil die werden das gar nicht testen. Weil die Selbstbewusstsein, wie ich habe, das ist so hardcore, dass die verrecken. Ja. Aber ja, die Menschen, wenn die keine Nahtoderfahrung haben, so wie ich, und Visionen, dann sind die halt in einer kleinen Bubble und manchmal ist eine Bubble besser als Infinity zu sein. So, genau, jetzt machen wir erstmal das Video. Ich würde mal sagen, Reaction auf Traxxon Woman vs. Model. We love Tinder Swiping. Okay, analysieren wir es mal. Also, wunderbar zu sehen, ne, was ein hübscher Mann ist. Ne? Nicht immer muss er blond sein oder weiß, ist halt auch Australien. Gibt auch sehr viele schöne schwarze Männer und brasilianische Männer und so weiter. Warum kann ich das so unverblümt sagen, wenn andere das nicht so können? Weil ich außerhalb der Matrix lebe und weil ich mich so akzeptiert habe, wie ich bin. Und mit meinem lustigen Clown und Spasti und Spockengesicht einfach niemand mich besiegen kann. Es ist einfach Infinity. Oh, ich liebe es. Ja. Und hübsche Menschen haben Nachteile. Wir müssen immer in den Spiegel schauen, ob alles passt. Und ich mache das nie. Ja. Und es gibt gewisse Coach, wo die sagen, hey, du musst das machen und so, und weil du dann so und so oder das und das haben willst, ist alles Blödsinn. Ja. Selbstbewusstsein zählt. Alles andere. Ja. Aber natürlich ist es leichter, wenn du halt außen halt das hast, was er hat. Ja. Aber nicht jeder Mensch hat anderen Geschmack. Ne? Auf jeden Fall gehen wir mal los. Wir müssen schauen, die Speisen nämlich, ja genau. Who will he choose? Also für welche wird er sich entscheiden? Ich weiß nicht, ob es Untertitel gibt für euch. Weil ich brauche keine Untertitel. Deswegen schalte ich mal das aus. Ich verstehe alles. Das meiste davon. We asked Patrick to pick truth streaming. Okay, wir haben Patrick gefragt. We asked Patrick to pick truth. Wir haben Patrick gefragt, ja, von diesen reinsten Mädels sollte sich einer halt eine aussuchen. Eine aussuchen, ja. Ich übersetze vom Kontext, nicht wortwörtlich. Weil mein Englisch noch nicht so super gut ist. Hi, my name is Rafaro. I'm good, how are you? Rafaro, Mamacita del Hierro. Oh, geile Sau. Oh ja, Black Mamacitas.
Nice to meet you, you're looking very fine Moment. Today. Moment, wie heißt sie nochmal? Nice to meet you, you're looking very fine today. Hi, my name is Rufaro. Refire? Refire? Oh Mann, im Namen bin ich wirklich schlecht. Also im Namen bin ich so schlecht durch meine früheren epileptischen Anfälle. Ist mein Namen, also es gibt ja mehr Regionen im Gedächtnis und meins für Namen ist. Vergiss es. Dafür kann ich Bilder sehr gut merken. How are you? I'm good. Nice to meet you. You're looking very fine today. I'll try my best. Nice. The blue eyes matching the blue shirt. I like it. Yep. Thank you. Oh. Hi, I'm Malaika. How are you? Malaika. Good, good. So you're trying to make chocolate vanilla swirl? No. Ach komm, nee, oder? Das ist scheißegal. Scheiß drauf, auch mit rein. Ach komm. Das war jetzt doof. So eine geile Sau hat er sich dagegen entschieden. Böser Bube. Oh Mann. I'm Thea. Oh, mit Brillen. Und noch eine, die so businessmäßig gekleidet sind. Oh, die sind gefährlich. Mm, lecker, lecker, lecker Schmecker. Ja, ich konnte mich nicht für einen entscheiden. Ich nehme sie alle. Das ist immer das Beste. Dann hast du Abwechslung und das beste Leben. Und du kannst ein kleines Babykind sein. Immer knuddel mich mit einem schnolligen Mund. Jawohl. Oh ja, ich muss auf mein Essen kurz aufpassen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich schaue immer auf die Stimme auch. Stimmen sind mir sehr wichtig bei Frauen. Also wenn ich als nicht was so oder so immer muss, die Stimme muss sehr weiblich sein. Na, und babyhaft. Ach komm! Hey, I'm Kira. Hey, I'm Kira. I'm good, how are you? Mmm, mm, lecker Schnecker. Not me. Ah, große Frau. Na, kleine sind auch hübsch und so. Auch Hammer. Ach, ich will sie alle haben. Groß, klein, mollig, Hauptsache. Lecker, lecker, lecker. No, it's not a new experience. Okay, I like your top. It's good. Nimm sie, du Arsch! I want a new experience, so I'll say yeah. Yes! Ooh! I'm good. What was your name? I'm Patrick. Patrick, nice to meet you. Nice to meet you. Lecker, lecker, lecker. I have no pickup line either, to be honest. You gotta be better than that. Okay. Ach komm! Ach komm! Die war doch ehrlich! Hi, I'm Lulu. Hey, you're Lulu. I'm well, thank you. I have one question for you. What's up? Are you celiac? No, I'm not. Because all I got is cake. Yeah. Temperament. Ja, gut. How you going, Ash? Do you want to come to a rave with me later? Yeah, ah, die ist niedlich wie ein Baby. Komm, die nimmt er nicht. Why would I try for a guy? I don't even know if I'm into it. Okay, don't. Ach komm! Scheiß drauf! Hätte sie doch trotzdem genommen. I did not come prepared, but... Oh, die ist süß! I'm such a good dancer and I'm so good at yoga and... Also ach komm, nimm die, auch wenn die nicht so schüchtern ist. Ja, ja. Ich liebe es mit zu fiebern. Hi, Maria. Hi. What's your name? Lecker, 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 lecker. You have really nice build. Thank you. I'll try my best. And where are you from? I'm from the West. I'm from Williamstown. I'm from Werribee, we're close. Westie? Yeah. Hi, Patrick, I'm Jess. Oh, oh, oh. Ja, man muss auch natürlich rechnen, manche sehen attraktiver, manche weniger attraktiver aus, weil man muss die Schminke noch wegrechnen und das ist auch eine Gabel. Ich verfluche diese Gabel, nach der NATO-Befahrung bekommen habe. What's your name? I'm Patrick. Patrick, nice. My name der nimmt sie. Good, thank you. What's your first impression? First impression? Yeah. Yeah. Ah. Schnauze da hinten. Hey Patrick, I'm Ray. How are you doing, Ray? I'm good, how are you doing? I'm good. So, you see what here, and that's what you get. So, you liking that? Yeah. Yes. Yeah! Geil! Das hat sie gut gemacht. Oh, okay.
Nice and cold. Ah, Indian. So my name is Merlin. Mm. Do you like women with pretty feet? Women with pretty feet. Pretty feet. Clever. Also okay, das ist halt wirklich richtig krass. Also ist halt richtig cool gemacht. Also ich weiß nicht, was die Leute eigentlich haben. Also die einige hätte nehmen sollen. Meine Güte, mein Gott. Schauen wir mal die nächste Runde. Ich muss mal immer schauen, mein Essen. Ja. So, die erste Runde haben wir bestanden. Gehen wir in die zweite Runde. Die zweite Runde heißt, oh, suche die fünf Besten. Okay. John Patrick, you're just looking at the line. How was it? Yeah, it was pretty good. I had a good time. Okay, also, then you have to make another decision made. Okay, das sagt jemand, der von der Kamera Regie. Okay, also wenn ich wählen dürfte aus diesen fünf Frauen, dann würde ich folgenden picken. Kann man das hier einkreisen? Das ist jetzt eine gute Frage, ja, wir können es einkreisen. Ich kreise es jetzt mal ein. Ja? Also, die hier, ja, dann die hier, dann die hier. 3, das sind 3, dann 4 und verdammt, die hier, die Schüchterne. Ach, scheiß drauf, alle nehmen. Ich will mich nicht entscheiden. Ja. Der Vorteil hast du zum Beispiel, eine indische Frau, kannst du, die kochen immer leckeres indisches Essen. Philippinen machen auch immer leckeres Essen und leckere Massage. So, dann hast du Vorteil bei Schüchternen, da kannst du babyhaft sein. Bei temperamentvollen Frauen kannst du mal eine Watschen kriegen, falls du mal das brauchst. Bei großen Frauen, Mischlingen, da kannst du 2 Watschen kriegen. Einmal von der anderen, von ihrer Hälfte und von der anderen Seite. genau. Und beim Black Mamacita, da kannst du immer Schokolade gut essen. Ja, mich muss man nicht verstehen. geil. Yeah, you choose another 5. 8 down to 5? Yeah, oh, that's not really easy. I mean, listen, take your time, but pick wisely. Alright, I'll try my best. Alright. Right to left or left to right? Left to right. No. Yes. Yes. Da sagt er no. No. Da sagt er yes. Yes. No. Yes. Yes. Oh, ja. Da sagt er yes. Oh, yeah. Machst du yes. Yes. No. Ach komm, wie sollte da noch gesagt? Scheiß drauf! Die Kinder müssen kommen. Ladies. Oh man. Here comes the fun part. You guys have to either do one of 3 things. Write a poem. Write a rap. Or sing, Patrick. Okay, 3 Dinge müssen die tun. Entweder sie schreiben ein Gedicht, zweitens, sie rappen, sie schreiben einen Rap-Text und drittens, sie singen. Ja. You have 5 minutes to come up with something. Let's go. Okay, Patrick, this is a song that I remixed for you. Schöne Stimme hat sie. Originally it's Beyonce, Say My Name, but right now it's Patrick, Say My Name. Say my name, say my name. Whoa. No one is around you. Say baby, I love you. If you ain't running games, say my name, say my name.
These bitches are not for you. I'm the one that knows you. Better say my name. Say my name, sing my name. When cameras are not rolling, my heart you are stolen. Baby, say my name. Whoa, yeah, yeah. Selbstbewusst. You said you wanted a new experience, so pick me and I'll help you feel it. Chocolate brown curls, hip dips down my waist. Looking through your radiant eyes, I can see a longing for a taste. Damn. Awfully sad. Mine's a little bit more lovey-dovey. Ja, es ist ganz klar, dass wenn jemand singt, dass das dann Rappen ohne Bedeutung ist und dann auch Gedicht sagen ist ohne Bedeutung. Singen ist eine höchste Art, sich auszudrücken, Gefühle. Es ist wie Schwingungen, wie Noten, die schwingen durch das Universum. Es sind Lichter und Sterne, es ist zu viel Infinity-Macht. Deswegen, wer singt oder musizieren kann, wer Gitarre spielt, der hat schon immer gewonnen. Du kannst der hässlichste Mann im Universum sein, du kannst die hässlichste Frau fast, nur noch mal sagen, im Universum, wenn du singst und hast eine geile Stimme, dann bist du, ne? Ich zum Beispiel weiß nicht, was die Leute mit Lady Gaga haben. Lady Gaga ist überhaupt keine hübsche Frau, ne? Aber wenn die singt, dann wird sie zu einem hübschen Menschen, dann ist so eine Aura um sie herum, ne? Das ist schwierig zu erklären, aber wenn sie dann, weil nicht jeder hat diese Fähigkeit, diese Auren zu sehen. Das ist auch das, so ein Scheiß ist das. Die ganze Welt ist in Matrix so doof gemacht worden. Ja. Cupid hit me with precision. I wondered if you looked both ways when you crossed my mind. I'm sick, I'm sick, I'm sick of chasing. You're the one that's always running. Okay. My daydream. I can only see your face. Ich glaube, wir können das überspringen, oder? Überspringen das mal. So. Wann muss er, kann man Speed date, also er muss dann noch Speed daten und dann ist vorbei oder wie? Also er muss jetzt wählen, okay. So, yes. And und yes hier, verstehe. And yes. Alright. Also aus 5 muss der noch 2 wählen, okay. Machen die Werbung. Hi. How you going? Grace, was it? No. Wow, that's really embarrassing. Good start. No. Ja, also genau, das mit Name ist so eine Sache, ne? Es kommt darauf an, wie der Mensch ist, welche Kultur aufgewachsen ist und was auf sich hält. Ne? Ich halte nichts von Namen, nie. Ne, wenn mein Name wurde so oft vergessen vom Kunden und ich fand das so geil, ich konnte mich immer tarnen. Ne? Wenn der Kunde sagte, konnte es warum mir nicht aussprechen, dann sagte er einfach, wo ist denn Stefan? Ne? Oder wo ist, wenn der Andrzej nicht aussprechen konnte, wo ist denn der Andi? Oder wo ist denn der Matthias? Wirklich, keine Ahnung, wie die aufgekommen sind. Aber ich war immer an anderen Namen. Manchmal war es so cool, ich fand das cool, wenn die Namen verwechselt, dass ich war als Matthias da. Und dann dachte der Kunde, ich bin wirklich der Matthias. Und dann dachte ich, ich hätte einen Zwillingsbruder, der Andreas heißt. Wie geil ist das denn? Und ich habe das ausgenutzt. Ja, geil. Ne? Und dann, ja, ihr Bruder ist irgendwie so ruhig. Ne? Als Matthias habe ich mit Absicht nicht viel geredet. Und als, aber hier, nein, dann sagte er so, ihr Bruder, der Andreas ist immer so ruhig. Und ich so, ja, immer so, ja. Oh, geil, Alter. Und da kannst du halt wirklich dann rausfinden, was die Leute über dich denken und so. Ah, hammergeil. Ja, ich hab wirklich, ich würde es nicht verstehen, dass die Leute auf Namen was geben. Ja.
Aber das ist ja der Mensch. Und bei einer Frau ist das nicht immer so, sondern halt, je nachdem, was für ein Typ eine Frau ist, so wie ein Mann, kann auch so sein, hey, hast du meinen Namen vergessen oder was, ne? Und ich vergesse immer die Namen von Leuten. Und ich sage ihnen, ey Mann, ich kann dir sagen, warum ich die Namen vergesse. Ich hatte epileptische Anfälle. Aber bevor die Geschichte zu lange wird, sage ich dir, dafür kann ich mir den Charakter des Menschen merken. Und die Menschen, seine Persönlichkeit, wenn die keine Arschlöcher sind. Boom! Und schon ist das Eis geschmolzen, weil keiner will ein Dämon sein oder einer von den Bösen. Ne? Zumindest die meisten nicht kennen. Bei mir ist das was anderes. Ne? Say it three times, okay? Yeah. Divina? Divina. That's one. One. Divina? Again? Divina. One more time? Divina. Perfect. Divina. Yes. Geil! Sehr lustig. Dreimal das zu sagen. Okay. Und was, wenn ich nur zweimal sage? sehr geduldig. Divina. How you going? Don't play with me. Huh? Mm-mm. I'm fun like that. You're fun. Yeah, I'll call you Grace one more time. No, do that. So, also sehr höflich und sie ist halt, wenn eine Frau so drauf ist, ist sie sehr selbstbestimmend. Ja. Das ist was ganz Positives, weil da musst du halt die Atmosphäre lockern. Ja. Aber er ist halt auch zurückhaltend, merkt man. Wer ist er? Well, which part? It's a broad question. Und wenn die Frau sagt, spiel mit mir nicht, dann kann man drauf sagen, hey, das ist doch ein Speeddate. Wir spielen gerade. Oder hast du noch nie im Speeddating gespielt? Ne? Also, ne, man könnte immer, es kann auch nach hinten losgehen, die Sprüche, ist doch scheißegal. Wirklich scheißegal. Wenn eine Person es nicht wert ist, dann don't do it. Also es ist dann immer aufgezwungen. Immer aufgezwungen, ne? Immer aufgezwungen. Wichtig ist, dass es nie aufgezwungen wird. Ja, deswegen, wenn ich zum Beispiel mit einem Kunden, habe ich längst Verkauf abgeschlossen, ich habe längst mit dem 4 Verträge gemacht oder 2, 3 Garantien plus, die er eigentlich gar nicht haben wollte, aber ich konnte ihn überzeugen, wenn er sich eine PlayStation 5 kauft, wenn er sich eine Xbox One kauft und mittlerweile ja die, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt eine neue Lösung gibt, egal, wenn er sich das und das kauft und ein PC und alles mit Garantie Plus abschließt, dann ist er auf der super sicheren Seite und dann kann ihm alles egal sein. Ja. Ich habe das abgeschlossen. Ich habe mit ihm noch 15 Minuten mich länger unterhalten, weil ich mein Ziel übrigens erreicht hatte. Eigentlich muss man beim Mediamarkt 2 Garantien plus mindestens abschließen. Aber ich hatte immer am Tag so 5 oder 7 oder 8 Stück. Und ich bin so ein Typ, wenn ich mein Ziel vor Augen schon erreicht habe, dann mache ich nicht weiter, weil ich das Leben relaxed angehe. Deswegen waren die immer so angepisst, die Bereichsleiter. Und ich habe sie das wissen lassen. Schönen Gruß. Auf jeden Fall habe ich es dann abgeschlossen. Habe mich länger unterhalten mit dem Kunden. Ich hatte meinen Umsatz schon von, ich glaube, ich habe nicht viel Umsatz gemacht. Es gab immer so einen Umsatz von den Leuten. Dann gab es Umsatz von 25.000 Euro und 50.000 und so weiter. Ich hatte den Umsatz von 50.000 erreicht. Es war mir alles egal. Ne? Der Abteilungsleiter war mir scheißegal. Die waren mir alle egal. Ne? Selbst der Chef. Und ich habe mich einfach unterhalten über Privates mit dem Kunden und habe einfach relaxed. Ne? That's it. Dass ich dann im Markt nicht geblieben bin, das war wieder eine andere Sache. Don't care. Oh, geil. Ne? Und so muss man das halt machen. Einfach entspannen, einfach relax. Einfach I don't care. Ja, man muss das erstmal schaffen. Aber man muss einfach locker sein und dass ich dir damit sagen will, egal ob im Verkaufen oder wenn du die Welt rettest, musst immer diese Einstellung haben, ich bin Infinity und mir kümmert gar nichts. Weil im Endeffekt ist es scheißegal, ob sie dich kündigen.
Ja, mach dein Ding und mach was anderes oder geh woanders hin, wo die Leute die Sachen zu schätzen wissen. Darum geht's, um geschätzt zu werden. Na. Ich habe dann was gefunden, wo ich eine hohe Position haben konnte, aber ich bin weggelaufen, ja. Weil ich ein Feigling war. Ich bin immer noch ein Feigling, aber früher war ich ein sehr großer Feigling. Von Verantwortung, meine ich damit. Ne? Ich habe mir ungern Verantwortung tragen wollen. Aber sobald du Verantwortung trägst, dann für mich ist es anders. Durch meine Nahtoderfahrung, wenn ich für Menschen Verantwortung trage, sind sie für mich wie meine Kinder, wie Babykinder. Und deswegen also ist das das Problem. Ja, die Bindung ist viel stärker vom Gefühl her als bei normalen Leuten. Ja, bei den meisten Menschen auf der Welt entsteht nie so eine richtige Bindung. Ne? Und deswegen ist es halt eben anders. Also, keine Verantwortung. Ja. So, weiter geht's. Where are you from? Philippines. Philippines? Mm-hmm. And you come over here? Or were you born here? No. Ah, und deswegen ist es mir auch egal. Jetzt weiß ich, warum es mir egal ist, was andere über mich denken. Came here when I was nine. Oh, no shit. How about you? Well, I'm born and raised in Western Suburbs. Okay. Mum's German. My dad's great-granddad's a convict, so... Mm-hmm. Half really Australian, half German. Beautiful. Have you visited back in Germany? No. I think it's still a bit too risky. Yeah. Blonde hair, blue eyes. Oh, that's still a thing? Is that an assumption or is that a real fact? It's an assumption, okay. So I'll stay away from that. Oh, okay. To Japan, been to Vietnam, mostly Asia. Great. But not the Philippines yet. That's okay, as long as you have a taste for Asia. I definitely do. Okay. Es ist okay. Ah, die Frau ist sehr selbstbestimmt. Solange du also einen Geschmack auf asiatische Frauen hast, wieso sollte man das nicht haben? Wieso tut man immer denken, dass die weißen Männer das nicht haben? Es gibt so viele geile asiatische Frauen, mit denen kannst du Kinder machen ohne Ende und Babykind sein. Ne? Manchmal kannst du das nicht mal mit einer weißen Frau, das kannst du nicht machen. Ne? Ich habe schon immer, immer dunkle Frauen bevorzugt. Immer. Weil da sehe ich halt das Babykind in denen. Kann ich nicht erklären, das ist zu mächtig, das Wort. Das, wenn jemand sagt, was meinst du damit? Das ist zu mächtig, das kann ich nicht aussprechen. Das ist einfach Infinity-Macht. Ne? Kannst du Nahtoderfahrungen, musst ja Leute fragen, die Nahtoderfahrungen hatten. Vielleicht können sie dir das erklären. Aber manche Sachen kann man nicht erklären. Kannst du nicht, das ist zu mächtig. Ne? Werden normale Leute auch nie verstehen. Es sei denn, sie machen und geben mir heute eine Trillion und dann werden sie es verstehen. Dann kommt mein Andi-Spezialprogramm. Are your piercings visible right now? Yes. They are? I took the last couple out. How come? Funny story, actually. There was a rib issue that I had and I had to get a scan and I forgot that they were there. And they're like, okay, piercings, fake nach piercings, und sie hat das halt weggetan, weil sie halt Probleme damit am Böcker genommen hat beim Untersuchung. And I was like, yo, I do. So, I had to take it off, unfortunately. Poor thing. So just that, nothing lower? Is that a common thing for women? To pierce lower? I mean, belly button? No. Not really. Is that a thing? Er fragt halt, weil er vielleicht ein Mann ist, der halt nicht auf Piercing steht. Ne? Ich finde sowas cool, Piercing. Nicht zu viel auch und nicht zu wenig, ne? Aber jeder ist halt anders. And for you, is that a fetish? Is that what you're asking? Or? More curiosity. Curiosity. So, what does that tell you about a person? What does it tell me about a person? Why is it a specific question you chose to ask? Clever, habe ich ja gesagt. Die Frau ist selbstbestimmt. Selbstbestimmt immer Frauen fragen. Ja, es ist eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, was die Leute da haben, dass sie so schlecht dieses Video schlecht gemacht haben. Die ist überhaupt nicht eingebildet. Das ist eine ganz normale, logische Frage. Stehst du darauf? Fetisch? Macht dich das geil? Das ist eine direkte, normale, ehrliche Frage. Warum schätzt du Frauen mit Piercing so ein und ohne Piercing so ein? Ja. Ich meine, du kannst ja eine, ich habe zum Beispiel eine tolle Medizinerin kennengelernt, also Allgemeinmedizin, und die Frau hatte Tattoos gehabt, aber war menschlich total super in Ordnung. Aber sie wurde immer von den Leuten so dumm angeschaut, weil sie halt hier halt ein Tattoo hatte, so einen Totenkopf. Ne? Die war halt großer Fan von der Rockband. Ich habe
Das ist so ein Rockband, war die. Und die hat halt Totenkopf gehabt. Und immer wollten die Leute von mir Abstand halten. Ja, behandle mich ja nicht und so. Und ich denke mir, Alter, wenn sie ihren Job richtig macht, was hat denn das Tattoo mit ihrem Job zu tun? Ja. Das sind halt, die Leute schauen halt sehr oft oberflächlich halt, ne? Schade eigentlich, ne? I don't know, just sometimes. Does it tell you maybe how adventurous a person can be, or just a curiosity? A bit of both, actually. Okay. So it tells me you hat sich gerade noch gerettet. You were curious and now you just Okay, curious. Curious, seriös, oder? Ich muss noch ein bisschen lernen, ne? Ich muss ein bisschen Annahme gelernt, Assimilation oder was, ich würde es nicht richtig aussprechen. Sprachfehler, nicht vergessen. Ich habe meinen Sprachfehler durch die epileptischen Anfälle und der geht nie wieder weg, ne? Nie wieder. Aber es macht mir halt nichts aus wie die anderen. Ich habe Sprachfehler, ich will nicht sterben, ich will nicht. Anyone who next to me, I'm next to me, la. So. Neugierig. Neugierig. Kurios, neugierig. Okay, interessant. Ah, okay. Into something a bit more tame now. Tame. So what are you looking for? What am I looking for? Yeah. The bar is really high, so I'm gonna need to see that. I can't tell you how to act. I just gotta analyze the way you behave. Otherwise, if I tell you what I want, you start to act the way I want you to. Sehr clevere Frau. Ja, sie kann dir nicht verraten, was sie sucht, weil dann würdest du dich danach verhalten. Das ist clever. Ja, und dann sucht sie im Endeffekt das Verhalten dieses Mannes. Und wenn er das hat, der Mann, dann sagt sie sich, das ist der, ohne dass er weiß, mein Geheimnis, verhält er sich genauso nach meinen Wünschen, wie ich denke. Ja, das ist selbstbestimmt. Das ist eine sehr clevere Frau. Das macht die Frau sehr attraktiv. Also ich mag selbstbestimmte Frauen. Die ist selbstbestimmt. Deswegen wird... Ich find so scheiße. Selbstbestimmte Frauen haben immer noch einen schlechten Ruf, dass sie zicki sind, eingebildet. Aber das sind sie alles nicht. Das ist das Problem, Leute. Ja. What do you do, by the way? I'm model. Model? Yeah. Model what? Clothes. What was the latest job that you did? Workwear. So, do you know Bad Workwear, the clothing company? I actually don't. You don't know? Yeah, so... Are they an Australian brand, or...? Yeah. 1 minute ago. What do you know? Oh. Schon interessiert, die ist schon an seiner Persönlichkeit interessiert. Sie fragt ja, was macht er? Sagt er, ist Model? Welche Modelart? Ne? Also schon, also es ist nicht negativ. Verstehe auch nicht, warum die Leute so negativ die Frau bewertet haben. Time for me to ask you a question now. Yeah. What's your biggest ick in a guy? Hygiene. If I check your bathroom and it's not at all clean or there's just toothpaste mark everywhere. On the fucking yes, on the mirror? That's not it for me. I'm just, no. And if your car, What do you drive? Ja, es ist eigentlich ganz gut, Hygiene. Ja. Man kann es übertreiben, aber es ist schon wichtig. Und Hygiene, ich bin da echt nicht so ein sauberer Kerl. Das werde ich auch nie werden. Mir liegt nicht. Manchen Männern liegt das. Es gibt Männer, die sind sehr hygienisch und sehr ordentlich. Aber die meint halt einfach Ordnung. Ne? Ordnung im, ist schon wichtig. Ja. Gibt Frauen, die dann da hinwegsehen oder Frauen, die so clever sind, dass sie den Mann halt mitnehmen in die Ordnung. Aber die machen sich viel heutzutage auch gar nicht, die Frauen. Ne? Das ist, irgendwo ist die Frau, sagt sie sich, ja Alter, der ist doch erwachsen genug und so. Ne? Andere wiederum sehen die anderen Aspekte in dem Mann und sagen sich, okay, aber die Aspekte hat er wie kein anderer. Ne? Und da könnte man halt mitnehmen. Ne? Das nennt man dann halt eben Sugar Mummies, ne? Weil sie sich halt um einen kümmern. Ich sehe das nicht so, es ist halt vom Charakter her. Meistens sind das aber auch Menschen, die einen Glauben haben, die dann hinwegsehen über Fehler und Macken, weil in der Tanach steht bei uns Juden halt drin, dass der Mensch nicht perfekt ist. Also kann ich von dem anderen nicht was abverlangen, weil er es auch nicht ist. Er wieder von mir nicht, weil er es nicht ist. Also es gibt nur einen, es ist Jahwe. Jahwe ist halt perfekt. Und wir sind es halt eben nicht. Wir sind ja nicht einmal nach ihm, nach seinem Ebenbild erschaffen, sondern nach einem ähnlichen Ebenbild. Also ähnlich. Ja, das heißt, das höhere Wesen, das wir Jahwe, wie Juden Jahwe nennen, oder halt Hashem, sagen wir eher. Manche sind sehr gläubig, die sagen ungern überhaupt, die sagen, ne? Aber es ist Quatsch.
Du kannst den Namen schon ruhig aussprechen, da passiert ja nichts, weil dich kann Blitz treffen und so. Das garantiere ich dir mit Super Edition Siegel. Kannst du gerne bei mir ausdrucken lassen. Ich drücke es dir aus und dann hast du Super Edition Siegel. Aber ansonsten, ja, Hashem ist halt eben ein Wesen, ne? Hat kein Geschlecht, weder Mann noch Frau. Und eben das Wesen, das höhere Wesen sagt sich ja, scheiß drauf, bist halt mit Fehlern. Ne? Dafür gleichen sich halt Tage letztendlich aus. Naja, weiter geht's. Die Frau fragt Fragen, der Mann fragt keine Fragen oder hat es sehr schwierig. Warum ist das so? Weil nicht jeder Mann halt reden kann. Meistens zum Beispiel, wenn der Mann gut aussieht. Es sind sehr wenige Männer, die gibt, die gut aussehen, gut reden können. Die meisten Männer, die gut aussehen, die können nicht reden. Weil die nur ihr Aussehen haben. Und darauf haben sie sich vom Baby auf verlassen. Ja, das ist so, das ist in ihnen einprogrammiert in der Matrix. Die sind deswegen keine Arschlöcher, Königs dafür. Das ist so drin. Und bei mir einfach, ich habe immer reden müssen. Ja. Immer argumentieren müssen, schon vom Baby auf. Mir hat man nie geglaubt. Aber das Coole daran ist, ich habe das nie so negativ betrachtet. Ich habe dann irgendwann später gemerkt, hey, ist das nicht geil? Du kannst ein paar Leute abschlachten und du bist unschuldig. Du kannst das Universum vernichten und niemand wird glauben, dass ich das war. Ich könnte, deswegen, es ist so schade, dass ich kein Profikiller geworden bin oder Mafia-Boss. Ich könnte Mafia-Boss werden von der ganzen Mafia in Italien. Es wird keine Sau mir glauben. Ich könnte Attentatanschläge machen für die ISIS, wenn die mich zum Superchef machen würden. Ich würde die so clever angehen, wird keiner glauben, dass ich das war. Ich könnte richtig mit Kettensäge Leute zersägen und es wird mir nichts ausmachen und wird mir keine Sau glauben. Der Typ, der ist so ein Spaß, ein Clown, sich ein Motherfucker, ein Dreckskind, ein Motherfucker. Ja, komm hier, yeah. Unverwundbar, Super Edition. Das ist halt eben, wenn du halt eben so mächtig bist. Das Aussehen nämlich, das schwächt dich. Die Leute, die gut aussehen, sind schwach. Die sind nicht immer stark. Weil die schauen drauf, ich sehe gut aus, ich kann das nicht, ich kann dies nicht, das, ich muss nett sein, ich kann das nicht. Ich nicht. Ja? Ich kann sagen, I don't care. Das hat Vorteile also. Ja. Ja, das ist halt richtig cool. Und da habe ich das begriffen, da habe ich den Nutzen rausgezogen, schon als Baby. Ne? Dann bin ich zum Flohmarkt gegangen, habe schon mit dem Flohmarkt angefangen zu verkaufen, richtig, im Flohmarkt, mit 8 Jahren. Schau, ich habe mich dreckig gemacht, so mit 80 Dreck, habe Dreck genommen, dreckig, ich bin arm, schau, ich bin ein Niemand. Aber ich brauche unbedingt Batterien, ne? Ich habe irgendwas gekauft. Ne? Und habe ich gesagt, schau, ich kann nichts, ich bin ein Niemand. Und dann sagen die Leute, ach ja, du hast so recht, du bist Dreck, man muss dich vergasen, du kleines Motherfuckerkind, hier hast du, das schenke ich dir sogar. Die haben ihm sogar was geschenkt. Ganz clever. Ich bin betteln gegangen sogar als Kind. Ich bin betteln gegangen als Kind in Polen zum Beispiel, wenn ich meinen Großvater besucht hatte, weil ich wollte an Kohle kommen. Pionze, deine Pionze. Ne? Und ich habe dann über 20, 40, 50 Slotte. Ja, wenn man es umrechnen würde, so wenn es vielleicht ein paar Euro, D-Mark oder so, aber wenn man nicht betteln in Deutschland gehen würde, wären das vielleicht 50, 60, 70 Euro, ne, pro Tag. Das ist halt einfach die Leute, die sagen, ja, der, schau ihn an, der ist doch nothing. Und schon hast du gewonnen. Derjenige, der ist der gefährlichste Gegner. Da gibt es Bücher von der Kriegskunst und der gefährlichste Gegner ist der, wo man sagt, der ist nothing. Weil der nämlich hat nichts zu verlieren. Der ist der allergefährlichste und der mächtigste. Und der Kleinste wird der Größte und der Größte wird der Kleinste. Ja, ja. What's your ick about a girl? My ick about a girl? Honesty. Just not being honest. I don't know if that's bare minimum. That is a bare minimum, yeah. Isn't it? One last question. What was the first thing you noticed about me? First thing I noticed. Be honest. Completely honest, because your ick was honesty. Oh, there we go. Oh man. Okay, jetzt verstehe ich an den Ausschnitt genau.
Ja, das war clever gemacht. Darauf hat er doch nur gewartet. Was ist dir wichtig? Also, das ist natürlich blöd. Also, es ist natürlich blöd, dass sie im Hintergrund sich darüber die Frage lustig machen. Die Frage ist eigentlich legitim, wenn man nicht so empfindlich ist. Weil eine Frau darf ruhig stolz sein, dass sie eine Frau ist. Und wenn eine Frau nicht stolz ist, dass sie Brüste hat, dann braucht sie keine Frau zu sein. Ne? Also kleine Brüste, große Brüste. Eine Frau sollte schon stolz sein auf ihre Merkmale. Das zeigt auch, dass sie gesund ist und selbstbewusst ist. Ne? Genauso wie ein Mann sollte stolz sein auf seine Merkmale und that's it. Wir im Judentum ist es ziemlich einfach gehandhabt, da machen wir keine Komplexität und wenn das nicht kompliziert ist, dann sind alle super happy, super glücklich. So. Firstly, I thought is you are fucking gorgeous. Thank you. And then I'm a real. Okay. If that suffices. It does. Ja, ist blöd gemacht, dass sie da im Hintergrund getuschelt haben. Es sind halt zu viele Männer mit. Mein Gott. Fand der auch nicht angenehm, der Mann, der das Model ist. Wir sind da. War höflich da. Ja, eine ganz normale Frage gestellt. Letztendlich könnte, wenn er hat jetzt nicht so viel Glück, aber jetzt könnte zum Beispiel, wenn er jetzt Glück hätte, und dann hätte er einen riesen Stängel gehabt, ne? Ja, sagen wir mal 30 Zentimeter, dann könnte die Frau fragen, naja, ist das jetzt nur Propan oder ist das also eine Verlängerung oder ist das echt? Wobei beim Mann wäre das natürlich ganz anders. Ne? Die meisten Männer würden sagen, was denkst du, probier das aus, du geile Sau, du. Also doch wunderbar, wenn das, im Endeffekt diese ganzen Flirtings alles nur zum Sex haben. Ist normal, Biologie. Mann sucht Frau, Frau sucht Mann, damit die Kinder kommen können. Also von daher ist das nicht so. Ne? Ach, spielt sich einfach zu. Manche Menschen nehmen sich einfach zu wichtig. I really like the eye contact for sure. There was intensity there, which was good. Made me question his misogynistic mindset though, with the last comment. But we'll see. We'll see. Babes, I already won. So whatever like he chooses, I win. Because I think I'm great, so. Sehr selbstbestimmt, sehr selbstbewusst. Hi, Patrick. How you going? Good, how are you? Good, good to see you back here. Thank you. I'm glad to be here. You remember my name? It's not Grace, by the way. It's to be. You're dumb. You're dumb. You're stupid. No, it's not. Okay, das war ein bisschen blöd. Weil er hat seinen Namen immer nennen müssen. Aber jetzt im Endeffekt testet sie ihn. Und bei schwarzen Frauen ist es ganz normal, dass sie dich versuchen herauszufordern und wo ihre Grenzen sind. Und da macht er jetzt einen Fehler. Er ist einfach nicht selbstbestimmt. Er ist nicht selbstbewusst. Ne? Also vielleicht auch, weil er das nicht benötigt. Weil du sagst, ey, ich habe hier mein Aussehen. Entweder du nimmst mein Aussehen oder gar nicht so auf die Art. Ne? Oder er ist halt einfach friedlich eingestellt, friedlicher Typ. Ne? Aber schwarzen Frauen wird er Schwierigkeiten haben, weil die schwarze, nicht alle, aber sehr viele sind halt so von der Kultur, hey, du musst jetzt eigentlich was sagen, denn ich habe dich gerade beleidigt. Ne? Also du bist dumm, sagt sie. Ne? Da hätte er sagen sollen, ey, ne? Vibe. Aber pass auf, sonst nehme ich dich gleich und prügel dich windelweich. Ich schwöre, die würde sagen, ja, mach das. Ne? Da muss man selbstbewusst sein. Ne? Also ich habe Kumpel, schwarze Freunde, die sagen auch immer, ey, bei uns, da geht's knallhart zu. Also, wie meinst du das, wenn du in die Disco gehst, dann hast du schon Sex in der Disco. Was? Ja. Aber nicht in Deutschland. In Deutschland glaube ich das nicht so. Die sind da mehr so noch zurückhaltend. Ne? Sein diesen untereinander, das ist was anderes.
Bei uns in Polen ist es auch ein bisschen viel mehr ein Kampf da, also viel, viel lockerer. I'll give you another try, go. Try again, oh, versuch es nochmal. Oh Mann, wie gesagt, ihr müsst nur den Satz sagen, ey, sorry, ich habe kein gutes Merkgedächtnis, wenn es um Namen geht, aber dafür kann ich das und das, ne? Also charaktermäßig. Also, ich habe euch am Anfang den Spruch gesagt. There are a lot of names. You literally had two girls come to the final and you had to remember two names. Oh, das ist fies. Das macht ihr mit Absicht. My name is Rafari, don't forget it. I'm not gonna say it twice. Yeah, okay. Rafara. Ja, ich habe ihren Namen also nicht so ganz so verstanden. Rafara. 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 Yeah, if you're not gonna remember the girls' names, why are you here? Well, I remember it now. Okay. I mean, I'll say it a lot of times later. Oh. Okay. Okay, you're smooth, you're smooth. So what are you looking for? Well, bit of fun, bit of love, bit of both. Okay. Die Frau gefällt mir, die ist sehr selbstbestimmt. Der merkt das gar nicht, dass die mit Absicht das macht. Das macht die sowas von Absicht. Ich merke das sofort. Das ist sehr selbstbestimmt. Oh. Yeah. Because, I don't know, you can't go out with someone and that should be boring. So. Unless they're boring. You can't go out with someone if they're boring. If so. They're boring. I agree. I hate boring niggas, but you're not a nigga, so I can't really say that. But have you ever been with a black woman before? I have. You have? I have. Why is that a red flag? Ah, geil, das ist so gemein. Das ist so gemein, ey. Das ist so gemein. Das ist eine Frage, aber das ist eine ganz einfache Frage zu beantworten. Und er hat das nicht so einfach, weil das sind halt diese Stereotypen, die sie ausnutzt. Und die weiße Rasse hat halt ein Problem. Nicht alle natürlich, aber viele, dass nicht halt eben selbstverständlich heißt, ne? Ja, selbstverständlich heißt. Und Blacks sind auch nicht besser, sind auch selbstverständlich, genauso wie Indien und so. Alle halten sich selbstverständlich. Ne? Wenn man erstmal durchschaut das Spiel, dann sieht das alles anders aus. Ne? It's kind of giving jungle fever. Because the last two people, you got a Filipino queen and now you got a Zimbabwean goddess. What are you gonna do with both that? Do you fool me? Both of that? Yeah. Like those are the two people you chose, so I'm a bit suspicious. Ja, das macht die mit Absicht und sehen, wie tickt er, warum hat er das gemacht? Und eine ganz normale Frage. Der sagen, dann hätte er nicht What do you mean sagen sollen, er hätte antworten sollen, oh baby, weil ich Black Mama Sitters geil finde, da kann man viele Kinder haben. Nenne einfach selbstbestimmt. Ja. Oh, ja. Er könnte ja auch richtig rassistische Witze machen. Richtig so rassistische Witze, so selbstbestimmt. Ja, gut. We're gonna do that. Like, why? Like, why? Like, what was the reason? What did you see in me that made you want to choose me? Ja, eine legitime Frage. Eine ganz legitime Frage. Hm. Mit meinem Zahn muss ich aufpassen. Mit meinem Lachen noch tut's weh. Sing. Yeah, and? And, you know. It was pretty fucking good. Yeah, and? I don't know. I like your smile. Wow, so you think I'm ugly? I can't win this. No, for real. So. No, you're definitely not ugly. Thank you. So you model? I do. I model as well. What? Like, what shoots? Sehr, 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 sehr klar. Sehr, sehr schlau. Ja, die Frau sehr schlau. Die tut erst Kompliment annehmen, dann tut sie das zerwerfen und die zurückschmeißen negativ, um zu schauen, wie selbstbewusst ist dieser Mann. Das machen nur selbstbestimmende Frauen, weil die wollen einen festen Partner haben meistens. Und die wollen einen sehr starken Partner. Weil eine Frau selbstbestimmt, wenn sie sowas macht, dann definitiv sucht sie halt einen sehr starken Partner. Einen sehr selbstbewussten Partner. Kann ich reden mit meinen Zahnschmerzen? To be done. Who do you work for?
I can disclose some, but I can't disclose others. It's on the DL? On NDA? The DLs, yeah. Okay. NDAs, so... So, I did a brewery last week, you know, Cooper's Brewery. Yeah. So it's going to be, like, some limited edition stuff. Yeah. And then, yeah, for workwear as well. So, sick. Yeah, that's all I can disclose right now. Is that your passion? Not yet. Not yet. I mean, I'll do it right now. But. Yeah. So then, what is, like, your grind? What's your passion? Because why would I be with a man who doesn't have, like, a focus? That's a good point. Like, why are you just modeling for fun? Like, what do you actually want to do? I mean, I can't pull the fun that I want, but yeah. I want to get into politics. In politics? Yeah. Okay, I love politics. Where do you lean? Left, right? Where do I lean? Yeah. Yeah, left. Left. Left? The correct answer. Okay, so I can't ask you who you voted for. I mean, you can. Okay, who did you vote for? I voted for Labour. Who did you vote for? I'm not going to disclose. Okay, all right. But I voted for Greens. Wait. I did. Because I had to rep them. Anyway, so in 5 years you see yourself doing what? I see myself being a criminal justice lawyer at a law firm. So you're going to uni or...? Yeah, I'm going to start. Cool. Eventually. Okay, take this as motivation. Yeah, I think I might. Okay, so you're not going to find a fine girl if you don't have a hustle. Good point. Yeah, exactly. Okay, now you have to ask me. Selbstbewusste, hübsche Frau. Er ist halt nur... Er hat das noch nicht gelernt, dass ihn halt eine Frau herausfordert. Ja. Na gut, wir überspringen das Ganze mal und schauen mal, was sie dazu sagt zu ihm. Thank you for me. Yeah. You know what I mean? Yeah, I agree. I think people can change, but sometimes some stuff's just too deeply rooted. Exactly. Like how you forgot my name. Huh? I think the date was okay, like, between you and me on the DL, the conversation was dead. I felt like I was carrying it, and I felt like he didn't have any game, and he wasn't putting me in my place enough. Like, I need a man who's gonna tell me, like, when I need to settle down, and I was being a bit outrageous, and I was trying to make him say something like, bitch, stop, like, relax, cause... Ja, hab ich's nicht gesagt? Ja, hab ich's nicht gesagt? Ich hab's euch gesagt. Schwarzen. Und ich weiß, wie das ist. Ich weiß, ich habe ja all diese Erfahrungen gemacht. Du musst, sie sagt selber, dass sie sowas gesucht hat. Hey, ne? Und deswegen, du musst selbstbestimmt sein. Du musst einfach aus dich hinaus. Ne? Und selbst wenn du denkst, wenn ich jetzt so hardcore bin, das kann doch nicht gut gehen. Denk nicht zu viel. Wenn es nicht klappt, weiter. Ne? Aber das ist halt eben, was sie schon gehauen. Ja, hat es halt nicht gemacht. Und kein Bad Boy. Ja. Keine Chance. I'm trying to have that kind of relationship with my mans, but he just let me keep running my mouth and I got kind of bored, so then I just kept saying out of pocket shit. But other than that, it was really good. Patrick. What's up? How's it going? I'm good, man. I had some fun today. Yeah? Yeah. Er ist halt sehr, sehr, sehr höflicher Mann. Er ist ein sehr höflicher Mann. Er hat, sehr höfliche Manieren halt, ne? Er ist halt nicht so Billy Bad Boys und er ist ein Model. Sollte wie ein Bad Boy eigentlich handeln, macht er aber halt nicht. Das ist auch positiv, muss man auch sehen. Ne? Gibt's nicht viele gut aussehende Männer wie er, die höflich sind, ne? Gentleman Art. Gibt's nur wenige. I have made my decision. Have you really thought about it? I thought long and hard and I made my decision. Yeah? Yeah. Like, what made you choose the person you chose? She sounded worldly. She sounded, she's invested in my time, invested in what I said, and I was interested in what she brought to the table as well. And she, you know, she kept me in line as well, so. Before you make your decision, did you hear what they had to say about you? I did. How do you feel? Well, you know. Nobody's perfect, so I forgive them. Bye. Ja, ein gutes Herz. Ein gutes Herz, habe ich mir schon gedacht. Das war so kein Bad Boy, sondern einfach, ich sehe zwar gut aus, aber Leute, ich nehme das Leben nicht so ernst. Niemand ist perfekt.
Also, da hat die Frau mit dem Mann den Mann fürs Leben. Ne? Also, mittlerweile gibt es viele höfliche Männer. Ne? Also, es gibt verschiedene Arten, Typen von Männern. Ne? Aber ja. Ne? I'm sorry, Patrick. Ah, im Hintergrund ist seine Frau. Ja, interessant. In der Regie. Das ist ja schön. Make a decision now. Oxytocin, Davina. It's all right. How you going? How do you feel? Great. No difference. All right, I'm still sweet. here. That sounds reassuring. $100 US-Dollar. Also du kannst entweder das für dich selbst nehmen oder für ein wunderbares ja, Date-Treffen eigentlich, Date-Treffen und Dinner. Ja, 100 Euro sind wirklich wenig. Also 100 US-Dollar sind nicht viel. Na, manchmal kommt bei einer selbstbestimmten Frau, da wirst du mit 500 Euro nicht mal klarkommen, weil die geht ja mit dir gleich in ein 5-6-Sterne-Hotel oder Restaurant. Dann brauchst du mehr haben. Ne? Selbstbestimmende Frau weiß ganz genau, die ist ganz clever. Wenn ich mit dem Mann Kinder habe, dann bin ich auf dem Abstellgleis, weil die Gesellschaft Arschlöcher sind. Wenn er viel, viel Geld hat, dann kann es mir egal sein. Dann kann ich für meine Kinder sorgen, die ersten 2, 3 Jahre, kann also komplett für sie da sein. Oder ich kann zur Hälfte für sie da sein und kann meinen Job machen und kann dennoch von den anderen nicht ausgelacht werden, weil ich habe keine Sorgen, habe genug Kohle und die Bitches, die mich schlecht gemacht haben, weil ich einen fetten Bauch habe und ein Kind bekommen habe, tja, die sind Single, haben keine Nachkommen und wenn die alt sind, viel Spaß beim Sterben. Ne? Und im Endeffekt, darum geht es ja. Deswegen sind 100 eine Frau, die sehr selbstbestimmt ist und selbstbestimmt, die wird, fängt an ab. Das ist eigentlich auch gesundes Denken, wenn die Frau so denkt. Also es wäre ungesund, wenig anzufangen. Das heißt, wenn eine Frau sagt, 1000 Euro Minimum, eine 10.000 fängt es dann an oder 100.000, dann ist die halt auf der Safe-Seite. Ne? Wirklich auf der Safe-Seite. Deswegen. Muss nicht sein, ne? Nicht, es gibt selbstbestimmte Frauen, die sagen, ich habe genug Geld, ich kann den Mann, ne, den Mann mitnehmen, dann machen wir Kinder, dann habe ich genug Kohle auf der Tasche, also auf meinem Sparbuch, oder ich bin eine Chefin und dann sorgt er um die, oder er sorgt hier für die Kinder, ne, und ich mache meine Arbeit weiter. Ne, zum Beispiel, da gibt es auch solche Engagements, und die funktionieren auch. Und dann ist der Mann halt zu Hause und wacht über die Kinder und zieht die Kinder auf. Gibt's auch. Geht alles, ne? Wenn man will. Shake and pick the place, shake and pick the time, and sounds like I'll be the one paying. Can I say something? You're gonna need more than $100 to take me to where I wanna go. That's all I'm saying. All right, I'll work on that. Okay, mein Feedback gibt's gleich. Erstmal ein Cut. Okay, mein Feedback, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich fand das jetzt nicht so negativ, wie die ganzen YouTuber oder Leute es hingestellt haben. Ich fand das sehr amüsant. Hab dabei auch viel positiv mitgenommen und lachen können. Ob die beiden was in Zukunft werden, das ist schwierig, weil er ist halt sehr zurückhaltend, auch schüchtern und sehr freundlich und sie ist halt sehr selbstbestimmt. Ne? Aber am Ende hat sie gesagt, ja, 100 Euro reichen nicht.
Also 100 US-Dollar und er so, ja, wir arbeiten dran. Das war sozusagen ein Kompromiss. Die Frau muss so sein. Ich finde das so, ich habe gelesen negative Kommentare, habe mir das mal durchgelesen auch, da auch während ich diese Video reagiert habe, gab es einen Cut und danach habe ich erst mal Pause gemacht und mal durchgelesen, die negativen Kommentare und Reaktionen drauf und dass die Frau angeblich eingebildet ist oder böse oder was pure Böse oder Atombombe oder der Mann ein Arsch ist und sonstiges, alles hat, ich finde, nichts davon trifft zu. Aber die, die sowas halt schreiben, sind halt die Luziferianer und Arschlöcher. Die meisten haben keine Ahnung, so ist das nochmal. Nee, die Frau macht alles richtig. Eine Frau muss selbstbestimmt sein, um in einer heutigen Luziferianer Gesellschaft ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Aber es heißt nicht, dass sie böse ist und dass sie die Bedürfnisse des Mannes wegstellt. Das macht sie nicht. Sondern sie muss erstmal für sich präsentieren, nach vorne und dem Mann zeigen, hey, ich bin da, beachte mich. That's it. So, und der Rest gibt sich mit der Zeit, ne, durch das Kennenlernen. Ich wünsche den Leuten das immer das Beste, den beiden. Ich glaube, meine Zahnschmerzen nächste Woche sind weg. Ich kann gar nicht wieder Videos machen, weil jetzt sind sie ein bisschen besser, aber wenn ich dann wieder rede, dann der Nerv ist halt eben so. Ich habe keine Betäubungsmittel genommen. Ich vertrage keine Betäubung. Das heißt, ich bin ein harter Hund, sagt man, weil ohne Betäubung habe ich halt diese Schmerzen, mache dann auch Videos. Ja, also man kann sagen, was man will. Ich fand das sehr positiv. Die Herausforderungen, die Frauen da hatten, waren jetzt nichts Besonderes. Ganz normal. Ja. Im Hintergrund habe ich mitbekommen, es ist eine Regisseurin auch mit dabei, also Co-Writerin. Das ist schon mal auch gut gewesen. Gestellt ist das nicht, wo viele behauptet haben, dass das gestellt ist und alles. Nee, die Leute tun sich von der besten Sorte mehr versuchen zu zeigen. Ich mache sowas nicht, weil ich habe nur ein Face. Mir ist das zu langweilig, mehrere Faces zu haben, viel zu anstrengend. Und ich wurde reingewaschen von der Quelle. Als ich bei der Quelle war, hat mir die Quelle Infinity Macht gegeben und mich reingewaschen. Und wenn du erstmal reingewaschen bist, dann geht das nicht. Zumindest bei mir klappt das nicht mehr. Genau. Ja, an sich solides Interview. Die Frau ganz normal, so wie es ist, locker drauf. Und ja, er hat halt nicht gefragt und hat halt eben die Frau halt reden lassen, weil er halt so halt von der Kultur das so gelernt hat. Manchmal ist es besser, wenn die Frau spricht, weil wenn der Mann zu viel redet oder zu selbstbewusst ist, dann kannst du knicken. Ganz wenige Frauen, nur in hohe Positionen, mögen Männer, die wirklich selbstbewusst sind. Weil die Hintergedanken machen immer alles kaputt. Ne? Oh, der ist gut, der kann reden. Der kann mich in Diskussionen, wenn wir Streit haben, erledigen. Ich kann gegen ihn nicht kämpfen und so. Ne? Das sind halt immer die Luziferianer halt immer mit dabei. Die Gedanken der Luziferianer. Fast jeder kann ein Luziferianer sein, weil Jahwe sagt ja selbst, dass du allein schon, indem du zweifelst, wie Hiob gezweifelt hat, dass du da schon zum Bösen werden kannst. Ne? Es ist so schwer, zu Jahwe zu kommen. Ne? Und das ist gut so, dass es so schwer ist, weil dann geben wir uns die Mühe. Deswegen halte ich nichts von den Christen mit ihrem Yeshua von Nazareth, ihre Vergebung, für die Sünden gestorben, das ist sowas von unlogisch. Ich meine, ich könnte 1000 Argumente nennen, warum, aber ich mach's nicht, weil ich war ja im Himmelreich, ne, oder wie man es nennt. Höhere Sphären, würde ich eher sagen. Und die meisten, die da waren dort, waren gar nicht dort, sondern sie waren in der anderen Ebene.
wo die Luziferianer sind und wo die verarscht werden, dass sie angeblich bei der Quelle waren. Und wo ich war, das war halt die wirklich die Quelle. Man kann es rausfinden, es gibt da ein paar Tricks, die ich jetzt nicht sagen werde. So wie die Frau auch gesagt hat, wenn du es sagst, dann versucht der eine dann auf, da auf sich einzustellen. Und dann ist es fake. Ja. Ansonsten, lange Rede, kurz Sinn. Ich würde mal sagen, wünschen wir den Leuten das Beste. Haben die noch mehr Videos? Das ist Videos von das Video ist über 10 Monate. Ja, okay. Okay, 519 Videos für Rory und damit 4 Abonnenten. Ne? Ja. Ja, dann könnte man trotzdem mal coole Sachen anschauen. Ja. Gibt es ja lustige Videos, die man dann anschauen können. Hey, ihr könnt ja mal in die Kommentare, falls ihr mich findet und so, und falls ihr das Video euch angeschaut habt, mal alles reinschreiben, was ich mir für Videos anschauen sollte. Ja, genau. Ja, das war's von mir. Abonniert meinen Kanal. Like mein Video, Reaction-Video. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, wenn es mal wieder besser geht. Ah, verfluchte Scheiße. Ciao.